Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich glaube, wir haben an einer überaus spannenden Stelle beim letzten Mal Schluss gemacht. Und mir fällt gerade auf, dass wir gar keine Tränke mehr haben. Und da ich nicht weiß, ob ich gleich kämpfen muss, nachdem wir den Wicht haben kommen lassen, werden wir mal eine Runde nächtigen. Das heißt nächtigen, ihr wisst, was ich meine. Eine Runde... wie heißt's? Meditieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob wir dieser verwunschenen Frau helfen können. Ich hoffe es natürlich. Tu dir nichts. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Leute herbringen und zwingen, deine Tischkiste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast, dein freiwilliger Gast. Noch etwas für Reges nehmen. Und jetzt bist du dran. Tauschen wir die Löffel, essen wir mit den Löffeln. Sind wir ohne Löffel, der Fluch, der genaue Wortlaut. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete, niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Okay, nochmal. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete, niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Okay, also. Niemand soll an der Tafel mit ihr sitzen. Wir sitzen an der Tafel. Kein Löffel? Also, niemand soll an der Tafel sitzen, wir sitzen aber an der Tafel. Das ist das Gegenteil. Kein Löffel soll sie sättigen. Also ist das Gegenteil der Löffel. Wir müssen mit Löffel essen. Essen wir mit den Löffeln. Oh Gott, die Suppe schmeckt super eklig. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu, ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier, im Bleibzimmer. Ganz ruhig. Folge dem Wicht. Verdammt, hat nicht geklappt. Ich habe dieses üble Zeug umsonst gegessen. Die Suppe für Reges habe ich immerhin. Für den Wicht kann ich wohl nichts tun, außer ihn niedermachen.
Hä? Was haben wir denn falsch gemacht? Ohne Löffel hätten wir ohne Löffel essen müssen. Ach, das gibt doch keinen Sinn. Der Spruch sagt, niemand soll am Tisch sitzen, wir sitzen am Tisch. Kein Löffel soll den sättigen, aber wir haben mit dem Löffel gegessen. Sollen wir den Löffel tauschen? Ach man, jetzt. Ich lade jetzt nochmal, ist mir scheißegal. Ich hab's jetzt schon bei der. Bei der Eingeschlossenen im Baum gemacht. Jetzt mache ich es ja auch, ist mir jetzt Bums. Ich will jetzt, erstens will ich der Frau helfen, zweitens will ich wissen, wie das dann ausgeht und. Ach, jetzt habe ich natürlich das Falsche geladen bestimmt. Jetzt habe ich den Punkt geladen, wo wir gerade eben waren, glaube ich. Ach, ich bin so dumm. Und ich verstehe das Rätsel nicht. Ich hab's doch eigentlich, also meiner Meinung nach, richtig gemacht. Warum sollten wir die Löffel tauschen? Ergibt keinen Sinn. Das Ding mit dem Spiegel, da kann ich jetzt eh gerade nichts machen. Also wahrscheinlich müssen wir ohne Löffel essen, aber es ergibt, wie gesagt, keinen Sinn, weil wenn niemand am Tisch sitzen soll und wir aber am Tisch sitzen... Verdammt, nicht geklappt. ...bedeutet das ja automatisch, dass es das Gegenteil ist. So, wenn kein Löffel sättigen soll... Ich hab dieses... Wenn kein Löffel sättigen soll und wir mit Löffel essen, ist es auch das Gegenteil. Ich wüsste ja nicht, warum wir jetzt unsere Löffel tauschen sollen. Also, wir essen ja einfach mit dem Löffel, der da liegt. Wir haben ja nicht unseren eigenen Löffel mitgebracht. Und dann bleibt eigentlich nur übrig, dass wir ohne Löffel essen. Das probiere ich jetzt mal. Also, ich verstehe es nicht so richtig. Ich mache jetzt mal eine Kerze an für den Wicht. Ach so, ich habe vergessen zu speichern, nachdem wir meditiert haben. Wir können ja jetzt alles schnell wegdrücken, das ist der Vorteil. So. Essen wir ohne Löffel. Das geht nur, das kann doch das sein. Ich mache jetzt trotzdem mal so eine Katze an. Nebenbei. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Ach, jetzt habe ich es falsch gedrückt. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Du hast nach einem Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Hat's geklappt. Das hat funktioniert. Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Wieso liegt denn hier Überreste? Wo kommen die denn her? Wir haben doch gar niemanden umgebracht. Okay. Ach so, das sind die Sachen, die wir weggeschmissen haben, aber zu schwer waren. Ah, ist klar. Also doch ohne Löffel, aber es hat keinen richtigen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Zum Glück war mein Hexer, wahrscheinlich wäre jeder normale Mensch einfach gestorben an dem, an der Suppe. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, sie ist zu einer hübschen Frau geworden. Über den Brunnen gegangen, wie es aussieht. Müssen wir wieder diesen Barkist hier umbringen, okay. Nein, nicht da runter, weil da sind nämlich noch ganz viel mehr Gegner, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ist die denn hingerannt? Thank you.
Oh, mein Pferd wird angegriffen. Dann macht es schon Blötze. Bist unsterblich. Zauberpferd, du kannst das. Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Essen. Essen. Ich bring dich in Sicherheit. Doch keine hübsche junge Frau. Sie sah ja wahrscheinlich anders aus, als sie verwünschen wurde, aber vielleicht durch das Altern ist sie jetzt eben zu einer alten Frau zurück verwandelt worden. Und wir haben, wie heißt es gleich? Gaunter und Dim haben wir das zweite Mal in Schnippchen geschlagen und haben jetzt so den zweiten Fluch von ihm aufgehoben. Eigentlich haben wir ihn drei Schnippchen geschlagen, zwei Flüche aufgehoben und ihn wieder verbannt in die, wohin auch immer er herkam. Oh, das lädt aber lang. Auf unser Weingut gebracht? Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Sie hat mir auf dem Weg hierher ihre Geschichte erzählt. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Ich habe nachgedacht, bin auf die Lösung gekommen, ich erzählte die Geschichte. Okay. Flüche sind vertrackt. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen. Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen. Aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Das kann ich mir denken. Aber nun ist es endlich vorbei. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen. Sehr schön, dann sind wir einmal hier. Hä, wieso konnten wir das letzte Mal nicht gegen ihn Quinn spielen? Das ist ja merkwürdig. Aber gut, dass wir einmal hier sind, dann können wir nämlich die Renovierungsarbeiten fortführen, aber erstmal spielen wir Quinn gegen ihn. Hast du schon mal Quinn gespielt, BB? Eine amüsante Frage, Herr. In jungen Jahren war ich ziemlich gut, aber das ist lange her. Heute beschränkt sich mein Interesse auf Sammeln. Inzwischen nenne ich eine große Sammlung an Kartensätzen mein eigen. Klingt interessant.
Würdest du mir zeigen, was du so hast? Gerne, Herr, aber nur in Aktion. Sind ein, zwei Partien genehm? Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Aha, man kann sich die Fraktion aussuchen, das ist ja interessant. Eigentlich nicht. Du wählst aus. Gegen ihn kann man also quasi üben, oder was? Das ist ja interessant. Aber erstmal werden wir ihm einfach so platt machen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch nicht für jeden Kartensatz, den wir besiegen, eine extra Karte gibt, oder? Könnte aber sein, müssen wir mal probieren. Was brauchen wir denn nicht? Was brauchen wir denn nicht? Irgendwie gar nicht mal so geil, habe ich das Gefühl, die Starthand. Bom, bom. Okay, wenigstens ein Spion noch. Es ist zwar der stärkste Spion, aber wir werden die erste Runde einfach wieder abgeben, von daher. Junger Berserker. Ich überlege, aber eigentlich gibt's nichts anderes, was ich jetzt erstmal ausspielen will. Ah, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass wir noch einen Spion ziehen. Mein Gegner hat gepasst. Oh, da macht er mir es ja wieder so einfach. Wir brauchen jetzt nur eine Karte ausspielen. Und gewinnen halt. Deswegen... Ja, wäre schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. So, jetzt wäre ich auch direkt, bevor er wieder irgendwas macht, was dafür sorgt, dass Karten aus seinem Friedhof verschwinden, wir den Spion wiederholen. Ich denke, die zweite Runde werde ich jetzt verlieren und die dritte einfach gewinnen. Er kann ja jetzt nicht abgeben, er muss jetzt immer weiter ausspielen, das ist ganz gut. Vielleicht ziehen wir auch noch einen Spion, das wäre ganz geil. Damit er so viel wie möglich Karten rausschmeißt. Und ich glaube, er hat nämlich keinen Spion, beziehungsweise auch keine Finte. Er hat vielleicht diesen mystischen Elfen im Deck, also diesen Spion mit null Angriff. Leider haben wir keinen weiteren Spion gezogen. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Ich überlege gerade. Wir haben 1, 2, 3, 4 Karten, die wiederholen. Und da wir ja nur noch eine Runde nach der spielen, sollten wir auch eigentlich dann 4 Karten im Friedhof haben, mit denen wir wiederholen können. Also die sich wiederholen lassen. Wir haben ja sogar noch eine Finte, das heißt, einen Wiederholer können wir uns ja sogar wieder auf die Hand geben. Naja, aber einfach alles raus. Er hat nur noch 3 Karten, also ich weiß nicht, rein theoretischerweise könnten wir vielleicht sogar die Runde gewinnen, wenn wir wollten. Wir könnten jetzt dieses Schiff verbrennen zum Beispiel. Das ist natürlich interessant. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, eine Karte können wir noch ausspielen, wegen der Wiederbelebung, und dann müssten wir rein theoretischerweise abgeben. Ja, also wir könnten jetzt auf Risiko spielen und lustig sein und könnten jetzt versuchen, die Runde noch zu gewinnen. Ich meine, wir müssten jetzt bloß Verbrennen ausspielen, dann würden wir 4 Karten von ihm kaputt machen. Komm, wir spielen es riskant. Ich habe gerade Bock, riskant zu spielen. Um ihm zu zeigen, dass ich so oder so gewinnen kann. Und zur Not können wir jetzt immer noch abgeben, aber er hatte jetzt einfach nur alle... Ach so, ja, seine Fähigkeit, alle Karten zu vernichten im Friedhof. Na, zum Glück gewinne ich jetzt auch so, das ist nicht so schlimm. Das war's schon. Sehr interessant. Also, ach nee, er hat ja noch eine Karte. Oh fuck, er hat mal verbrennen. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber das macht nichts, wir gewinnen trotzdem. Nee, ich will eigentlich die hier ausspielen, ist egal.
Da wir die Karten ja alle wiederholen können, ist es ziemlich bums. Das Lustige ist ja auch, er hat keine Karte mehr. Also wir bräuchten einfach nur die Runde abgeben, eine Karte ausspielen, in der nächsten Runde hätten wir auch gewonnen. Das würde auch funktionieren. Aber so war es definitiv. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach so, ich muss mir noch eine Karte auswählen zum Wiederholen. So war es definitiv lustiger. Die ersten zwei Runden gewonnen, nice. Ich gratuliere zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Vielleicht später. Später vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Wie der Herr wünscht. Haben wir keine Karten bekommen? Interessant, ich hätte gern, wir bekommen noch Karten. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ich habe so viel Kohle, wir können alles machen. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. 5.000, so billig! Oh mein Gott! Für die ganze Renovierung. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich sehe gerade, dass wir erstmal hier einen kleinen Cut machen und dann schaue ich mal. Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt renovieren, werden wir wahrscheinlich nichts anderes machen können. Vielleicht können wir noch das Gelände verschönern, aber im Haus geht dann wahrscheinlich erstmal nichts mehr. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. In diesem Sinne, bis dann! Oh, falscher Knopf.